Yo, was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin heute in Düsseldorf mit meinen Kollegen aus Hamburg. Wir haben heute Besuch. Auf jeden Fall, ja, was machen wir heute? Schön auf. Ja, klar, kommt. Können wir ein Foto machen? Ja, klar. So, auf jeden Fall, ja, was haben wir heute? Was steht heute an? Was wird für ein Tag? Wir haben heute Samstag. Heute kämpft mein Bruder Kerim Engizek. Wir werden natürlich auch dort sein. Ja, es werden noch andere Kämpfe stattfinden. Wir werden circa um 6 Uhr da sein, um gegen 22 Uhr kämpfen, mein Bruder. Und wir werden jetzt ein bisschen in Düsseldorf abhängen, ja. Und ich würde mal sagen, ich zeige euch mal, halt mal kurz, ich zeige dir mal mein Outfit of the Day. Leute, nicht wundern, es ist wirklich richtig, richtig Kalle hier. Ja, auf jeden Fall, was habe ich an? Eine schwarze Strickjacke von Zara, schwarzes Top da drunter. Habe ich über Top gesagt, was sagt man dazu? Keine Ahnung. Ich werde wie zu einer Frau, so eine Instagram-Bloggerin, ja. Nochmal eine schwarze Skinnyhose und meine Lubis natürlich weiß öffentlich fehlen. Ja, wir werden jetzt ein bisschen abhängen hier. Danach werden wir euch mitnehmen. Zum Kampf werde ich ein paar Ausschnitte zeigen, wie die Leute da kämpfen. Also die unter 18, wer Blut nicht sehen kann, sollte auf jeden Fall gleich wegschalten. Und ansonsten viel Spaß mit dem Video, Freunde. Das Beste hier an diesen Weihnachtsständen, was man immer essen muss, diese Maronen. Leute, die Stadt Düsseldorf setzt ein Zeichen gegen die Kriminalität über den Mitbürger, Mitmenschen, die über Rot gehen. Sie haben auf jeden Fall harte Zeichen dagegen angesetzt. Ja, Leute, wir haben ja gerade ein paar nette Bilder gemacht. War nicht einfach mit der ganzen Touristenmenge hier. Auf jeden Fall gibt euch mal diese Leute, die fahren den Schlittschuh. Ja. Rappelvoll in Düsseldorf. Würden wir auch gerne machen, aber. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Jetzt fahren wir zum Kampf. Zu meinem Bruder Kerim. Peace, Freunde, bis gleich. Ja, Leute, wir sind gerade hier drin. Wir durften leider die Kamera nicht mitnehmen. Ich hoffe, ihr hört mich. Da das verboten ist, ich nehme jetzt mit dem iPhone auf. Ich werde euch auf jeden Fall immer so ein paar Kurzausschnitte zeigen, so ein paar Szenen. Und nicht wundern wegen der Qualität, Leute, ich nehme leider hier mit dem iPhone auf. Guck mal auf mein Handy. Digga, wie ein Fernseher, Alter, wie ein Fernseher. Mehrfach liefert er den Kampf des Abends und er ist der GMC Welterweight Champion of the World. He's Kerim Engizek. So Leute, jetzt fängt der Kampf an. Viel Glück an meinem Bruder. Yeah!
extra Vortrag weg. Ja, Freunde, der Kerem hat den Kampf in der ersten Runde gewonnen. Jetzt machen die Leute noch ein paar Picks. War auf jeden Fall ein geiler Kampf. Jetzt werden noch ein paar Bilder geschossen mit dem Champ. So, yo, was geht ab, Freunde, was geht ab? Wir haben mittlerweile 3.37 Uhr, könnt ihr das sehen? Ich bin gerade eben nach Hause gekommen vom Kampf, ey. War ein krasser Abend heute, ich bin todmüde, ich drehe das Video gerade zu Ende und schneide es. Hier sind nochmal die Handschuhe vom Kampf heute. Danke nochmal meinem Bruder Kerem, dass ich diese Handschuhe mitnehmen durfte. Ja, was geht denn heute ab? Ihr habt gerade einen kleinen Einblick gehabt. Ich war in Düsseldorf, danach bei der Veranstaltung von dem Kampf. Jetzt bin ich zu Hause. Ich wollte halt heute eigentlich ein Video drehen und über meine ganzen Strafen erzählen, wie es so hinter den Kulissen von YouTube abläuft. Ich dachte mir aber, komm, du hast heute so viel vor, nimmst einfach mal die Kamera mit und vlogst davor ein bisschen, zeigst ein bisschen, so was abgeht. Ja, jetzt bin ich zu Hause und komme endlich zum Hauptthema. Ich habe ja auf Snap gefragt, hey, was wollt ihr für ein Video sehen? Und voll viele wollten auch mal wissen, warum ich diese ganzen Strafen habe, da ich auch mal ein paar Mal auf Snap gepostet habe. Ich fange einfach mal an. Die allererste Sache, vor etwas über einem Jahr habe ich mein allererstes YouTube-Video gedreht. Das hieß der Security Prank. Kann ich mir hier irgendwo einblenden. Ja, was ist da passiert? Kurz vorm Schluss, wir wollten nach Hause gehen, war da eine Frauenbande. Ich als Security Prank wollte die nochmal kurz verarschen, hab die ein bisschen veräppelt, die Sache ist eskaliert. Angeblich haben wir dann die Frauen geschlagen und beleidigt, was aber umgekehrt so war. Die haben dann die Polizei gerufen, wir hatten kein Problem damit, haben gewartet, wollten die Sache klären. Die Polizeibeamten kommen, glauben uns natürlich nicht. Alles wurde auf uns in die Schuhe geschoben. Die haben gesagt, ihr kommt, gibt eure Ausweise, ja, die Sache ist geklärt, fahrt nach Hause, wir bekommen einen Brief, Gerichtstermin. Gerichtstermin in Stuttgart, da diese Frauen in Stuttgart kamen, keiner ist hingegangen, hat keinen gejuckt. Neuer Gerichtstermin in meiner Stadt, ist wieder keiner hingegangen, weil wir dachten uns, hey, wir haben nichts gemacht, als wenn das jetzt da, also als wenn dieses Verfahren da weiterleiten, als wenn die da jetzt noch rumhacken, so eine kleine Scheiße aus einer Mücke, haben den Elefanten gemacht, ist keiner hingegangen. Ja, dann haben wir wieder einen Brief bekommen, ich habe den leider jetzt nicht hier. Da steht, dass wir ein Bußgeld zahlen müssen, weil keiner gekommen ist. Weil beim nächsten Termin werden wir von den Polizeibeamten abgeholt, damit wir auch alle sicher dort erscheinen. Wir haben jetzt einen neuen Termin im Januar. Wirklich voll die Scheiße, obwohl wir wirklich nichts gemacht haben an dem Tag. Wurde alles auf die Männer natürlich geschoben. Die Frauen haben nichts gemacht angeblich. Alle alkoholisiert und keine Ahnung. Das war wirklich so ein krasser Tag. Aber okay, seit über einem Jahr läuft immer noch so eine Scheiße. Wegen einem YouTube-Video. Mein allererstes YouTube-Video. Da bin ich richtig so ohne Halal in diese YouTube-Schiene reingeraten. So, schön und gut. Was ist aber danach passiert? Ich verlasse diesen Ort, fahre mit meinem Auto, mit meinen Jungs nach Hause. Wir waren zu viert, bekommen einen Brief, ein paar Tage später. Ja, hallo, Herr Hosjada. Sie bekommen 2 Punkte. 1 Monat Fahrverbot, weil sie, ah ja, und zwar 8 Euro Geldstrafe, weil sie über Rot gefahren sind. Und die Ampel war mindestens 1 Sekunde auf Rot und dann sind sie rübergefahren. Ich so, was geht ab? Hä, hey, kann nicht sein, ich gucke auf ein Datum, das war der Tag, wo diese Sache passiert ist. Ich gebe das meinem Anwalt weiter, geht alles vor Gericht, die 2 Polizeibeamten kommen dahin. Ja, wir haben gesehen, wie sie über Rot gefahren sind. Ich so, das kann nicht sein, ich so, jetzt mal im Ernst. Wollt ihr mir einen reinwürgen, nur weil wir an dem Tag so eine heftige Diskussion hatten? Die hatten wir auch mit den Polizeibeamten, weil die uns nichts geglaubt haben. Wir sind da voll ausgerastet. Ich so, was labert ihr da und so, die Ampel war 100 Meter entfernt. Habt ihr gewartet, bis ich nach Hause fahre oder was? Ihr habt doch einen Job dort zu erledigen. Ihr müsstet doch, nachdem ich diesen Ort verlassen habe, mit den Frauen reden und so weiter. Warum guckt ihr mir die ganze Zeit hinterher? Die so, ja, du bist rausgefahren aus dem Parkplatz, der Motor war so laut. Wir haben dir dann hinterher geschaut, bis du da an der Ampel vorbei warst. Wir haben gesehen, dass du über Rot gefahren bist. Natürlich hatte ich keine Chance mit meinen Zeugen. Wir waren zu viert, Polizeibeamten zu 2. Ihre Stimme zählt nicht doppelt, die zählt dreifach. Habe ich verloren, okay. Nochmal die Gerichtskosten auf mich genommen, etwas über 300 Euro bezahlt, tamam. Das ist die eine Sache. Zweite Sache, den Brief habe ich jetzt noch hier, kann ich euch mal zeigen, hier an der Seite, kurz einblenden. Ich habe, wenn ich du wäre, in Köln gedreht, mit einem jemand anderen. Er hatte dann eine Aufgabe, musste dann so ein Mädchen ansprechen, musste kurz Faxen machen, hat das dann gemacht. Das Mädchen wollte das aber nicht, die war gerade mal 13 Jahre alt, wussten wir nicht, was macht sie, anstatt sie zu mir kommt und sagt, hey, ich bin da im Video zu sehen, lösche es bitte, zensiere mich. Kein Problem, was macht sie? Sie geht zum Anwalt, Anwalt schickt mir einen Brief, ja, sie haben
in einem Tag 100.000 Aufrufe generiert. Sie haben über 100.000 Kommentare. Ich fände es angemessen, 1.500 Euro als Schadenersatz zu zahlen an das Opfer und meine Anwaltskosten natürlich auch. Begleichen Sie die bitte. Insgesamt waren das 2.000 Euro oder so. Ich so, pff, wohin halt? Niemals. Ich so, was soll der Scheiß? Habe ich mir Anwalt gegeben. Jetzt haben wir einen Gerichtstermin. Auch im nächsten Jahr, 2018, Februar, jetzt wollen die von mir, dass ich über 2.300 Euro zahle, nur weil ein Mädchen kurz zu sehen war. Ich so, Alter, wohin mit dir? Was soll der Scheiß, Digga? Ich mach da ein bisschen Comedy, Alter, und die heulen direkt rum. Ich meine, wenn die Leute zu sehen sind und das nicht wollen, die kommen zu mir, schreiben mich an, ich sehe das, ich lese das, ich antworte, sorry, ich lösche es, ich zensiere sie. Warum muss man direkt zum Anwalt gehen? Unnötig Kopfschmerzen, diese ganzen Einnahmen, die ich mit YouTube generiere, ey, die gehen sofort wieder raus, indem ich meine Strafen zahle. Ich hatte jetzt noch so eine Sache, da musste ich, glaube ich, über 2.500 Euro zahlen. War so eine selbe Scheiße und das war ein bisschen heftiger. Und da kam ich nicht raus, habe ich auch einen Anwalt geholt, musste ich alles zahlen. Da habe ich wirklich so viel geblättert. Den Brief habe ich leider nicht mehr. Oder doch, den kann ich einblättern, den müsste ich noch haben. Das war halt die zweite Sache, das läuft noch. Das, was ich gerade erzählt habe, was ich hier gerade eingeblendet habe, das war davor die Sache, die musste ich zahlen. Was halt noch läuft, ist die erste Sache vor einem Jahr. Angeblich Körperverletzung und Beleidigung, keine Ahnung. Ich frage mich, was da jetzt herauskommen wird. Ich hoffe, das wird fallen gelassen. Jetzt die zweite Sache wegen dem kleinen Mädchen. Ich habe sie nicht mal angesprochen, ja. Es ist zwar auf meinem Kanal gewesen, jemand anderes hat sie angesprochen, aber okay. Ich muss die ganzen Kosten tragen. Ich hoffe, wir werden uns da auf eine etwas kleinere Summe einigen können, dass ich nicht 2.000 Euro zahlen muss. Ich meine, wohin, wie soll ich das zahlen, Alter, Digga? Ja, aber was habe ich daraus gelernt? Dass ich demnächst... Augen tun weh, Digga, dass ich auf jeden Fall demnächst nach den Videos immer zu den Leuten hingehe und sie frage, hey, wir haben dich gerade gefilmt, das war ein Prank, können wir das Video behalten, auf YouTube hochladen, bitte, ohne dass sie zum Anwalt gehen? Dankeschön. Ja, Leute, das war es eigentlich so für meine Strafen. Zwischendurch gab es mal so Kleinigkeiten. Letztens gab es noch einen Vorfall, ich habe zwei Homosexuelle gefilmt. Ja, ich hab die aber nicht beleidigt, ich hab gesagt, hey Süßer, schicke Tasche, Digga, nur auf Snapchat, ich schwöre auf meine Mutter, ich bekomme einen Brief. Ja, sie haben zwei Jungs als anderes Wort wie als Tucken bezeichnet, äußern sie sich dazu, geben, dann konnte man ankreuzen, entweder sie löschen das Video oder sie zahlen ein Bußgeld, dann, keine Ahnung, Digga, nur Kopfschmerzen, immer wegen so Kleinigkeiten, man muss so aufpassen in dieser YouTube-Branche, ne, also... Als YouTuber ist das wirklich nicht so einfach. Du musst, tu mal beiseite dieses Steuern zahlen, tu mal beiseite alles andere. Digga, diese ganzen Strafen und wie man darauf aufpassen muss, diese ganzen Bildrechte und so, das fickt wirklich so sehr den Kopf, ne? Leute, ich bin jetzt so müde, ich kann nicht mehr, ich muss das Video zu Ende schneiden. Tut mir leid, dass das Video so auf Heckmeck war. Die Tage wird auf jeden Fall wieder, da werden auf jeden Fall wieder ein paar lustige Videos kommen. Jetzt aber tut mir leid, ich muss das Video schneiden und schlafen gehen. Das war's von mir. Ich hoffe trotzdem, das Video hat euch gefallen. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal, Freunde. Peace.